Willkommen zurück zu Doom Eternal. Im letzten Part habe ich mal wieder sämtliche Leben verloren gegen den Marodeur hier. Und was willst du eigentlich? Ich hätte vielleicht nicht unvorbereitet runterspringen sollen. Egal, mal rüberschwingen. Okay, habe ich knapp verfehlt. Warte, ich glaube, ich sollte ihn sowieso mal zersägen. Ja, mir fehlt ein wenig Munition. So. Und ja, immer noch ein Tarasna-Bad dieser alten Stadt hier. Der Ambient-Sound ist auch sehr interessant. Gibt einem das richtige Gefühl. Und hier komme ich gar nicht rein. Aha, na dann. Klettern wir mal hoch. So, wo geht's denn hier hin? Ah. Oh, hi. Oh, Digga, es leckt bei mir gerade irgendwie. Ich glaube, da muss ich gleich mal gucken, was da los ist. Das soll ja nicht sein. Sekunde, ich mach mal kurz eine Pause. So, ich hoffe, das ist jetzt gefixt. Gucken wir mal. Ansonsten müssen wir gleich ein bisschen was umstellen. Ich nehme mal erstmal eine Prätorin mal. Gib mal her den Kram. Danke dir. Warte. So. Gucken wir mal. Da geht's runter. Heißt, hier drüben ist nichts. Schade. Wollte ein bisschen gucken. Da drüben gibt es Secrets und eine Automap. Also dann ab nach unten. Bisschen Leben. Könnte auch ein bisschen Rüstung gebrauchen, fällt mir gerade so auf. Oh. Hier ist eine Arena. Nein! Oh, fuck. Der Archvile, oder wie auch immer man ihn ausspricht, ist das größte Arschloch, was es jemals in Doom gegeben hat. Er ist ein super schwerer Dämon, der starke Dämonen heschwören kann. Oh, dann hat er sich in der Funktionsweise auch ein bisschen geändert. Füge ihm genug Schaden zu, bevor die Beschwörung abschließen kann, um ihn zum Taumeln zu bringen und vom Beschwören abzuhalten. Das heißt, so wie das klingt, ist das noch größerer Spaß als vorher. Oh no. Also der kommt hier gleich irgendwo, ja? Da ist er. Ich baller ihn sofort. Kaputt! Aber mein Ding schießt nicht. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo der Archvile ist. Das heißt, ich kann leider nicht so viel machen gerade. Ich muss ihn erstmal. Ja, genau. Verpiss dich. Ach, das ist ja Archimec Arschloch. Deswegen ist der plötzlich bei mir. Oh, verpisst euch mal. Danke. Gottes Willen. Der hat. Alter, chill mal. Der hat eine Menge Leben. Genauso wie er hier, der auch mich nicht in Ruhe lassen will. Wo bist du, hä? Huh? Ich hole mir mal die Automap. Danke. So, wo ist der Arkwein, hä? Huh? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Fuck, das war falsch. Oh, der Arkwein ist down, der Arkwein ist down. Es ist nur noch, der Typ. Oh, please. Hack, hack. Ich habe überhaupt keine Munition mehr für gar nichts. Habe ich auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Na, hier hätte ich noch. Aber BFG ist jetzt ein bisschen. Scheiß drauf. Ist mir jetzt egal. Was ist das hier eigentlich? All deine Stärke. All der Zorn. Und doch konntest du diese Welt nicht vor sich selbst retten. Doch mit der Erde wird es anders sein. Naja, warum konnte ich die Erde, diese Welt hier wohl nicht retten, hä, Herr Hayden? Haben Sie da vielleicht eine Erklärung für? Weiß nicht, vielleicht irgendeinen Typen, den ich vertraut habe, der dann die Welt trotzdem abgut gerissen und mich am Ende verraten hat? Könnte das vielleicht sein? Na, nein. Ich glaube, da lehne ich mich zu weit aus dem Fenster. Wobei, wenn ich ehrlich bin, dir vertraut habe ich eigentlich nie, aber ja.
Ich habe das mal gegengehauen. Ich suche ja eigentlich, ob es hier irgendwie Leben oder sowas gibt, aber ich fürchte, nein. Aber Moment mal, was ist das hier eigentlich? Aha, da muss ich wohl rein. Gib mir erstmal das. Wie komme ich denn an diese Secrets ran? Überschwimmen? Und da drüben ist auch eine optionale Begegnung. Ja, da gehen wir zuerst hin, auch wenn ich keinerlei Munition und auch kein Leben habe. Gehen wir da trotzdem mal hin. Na, da ist noch ein bisschen Munition hier. Ah, das ist auch eine ganz blöde Idee, wirklich so ohne Leben da reinzugehen. Oho, was ist denn das? Irgendein, danke. Endlich mal wieder Leben. So, wo hat sich das Secret geöffnet? Hier bei, ach, bei der Statue da. Was ist denn das? Eine Meisterschaftsmarke. Mit Meisterschaftsmarken kannst du aktive Waffenmeisterschaft herausfordern, umgehen und sofort Waffenmeisterschaften aktivieren. Du kannst für aktive im Reiterarsenal des Dossiers Tab nutzen. Also wenn ich die nutze, kann ich bei meinem Arsenal irgendeine Meisterschaft machen, wie zum Beispiel diese hier. Der Fleischarsenal ist ja für kurze Zeit in Brand. Die klingt halt schon sehr geil, ne? Ich ziehe mich ja gern mal an die ran und wenn die dann noch angezündet werden dabei. Schieße 5 Haftbomben ab, bevor du nachladen musst. Das klingt natürlich auch geil, ne? Und das ist auch sehr weit weg davon, dass ich das jemals schaffe. Was muss ich bei der Super Shotgun machen? 50 Dämonen, während ich mich an sie ranziehe. Killen. Also eher kleinere Dämonen. Das hier, 5 Haftbomben. Was haben wir hier noch? Ein Kopftrefferkill entfesselt einen heftigen zweiten Stoß, der Dämonen in ihr Schaden zufügt. Das heißt, hier sollte ich mal Headshots machen, von denen ich bisher 0 gelandet habe. Also von daher wäre das wirklich ideal, wenn ich die nehme. So, ich habe mich jetzt tatsächlich für die Haftbomben entschieden. 5 Haftbomben. Ja, moin. Dann gucken wir mal, was diese optionale Herausforderung so bietet. Ja, was? Ja, was? Wie soll ich denn... Wie soll ich denn das in so kurzer Zeit schaffen? Okay, probieren wir es. BFG ist ausgerüstet. Kritischer Schaden am Arsch. Warum hast du die Rune eigentlich eben nicht aktiviert? Dürfte ich das mal erfahren? Keine Ahnung. Aber wir haben die Herausforderung geschafft. Also mit der BFG ist alles möglich. Und ich verstehe nicht, warum die Rune sich eben nicht aktiviert hat. Aber jetzt... Hä? Muss ich das verstehen? Glaube nicht. So, mach mal kurz da oben auf. Muss ich leider nochmal kurz aktivieren. Da drüben ist noch ein kleiner Tank. Den nehme ich noch mit. So. Und dann müsst ihr unten aufmachen. Aha. So, Strahlenschutz ist da. Dann mal ab in dieses Freibad hier. Der wird jetzt ein bisschen schwimmen. Wenn du unter Wasser bist, kannst du Störer in eine Nullitation einreißen. Oh, das ist ja bedauerlich. Sag mal, okay. Ja, was ist denn hier los? Wenigstens kann ich anscheinend unendlich lang schwimmen. Okay, da ist nichts. Ich muss also den Gang nehmen. Hier sind keine Secrets, die ich suchen kann. Aber warum kann ich hier nochmal weiter nach unten? Aha. Hier ist vielleicht doch irgendwie was. Ja, wow. Oh! Da wird aus irgendwelchen Gründen das Wasser abgelassen. Das ist ein magischer Strahlenschutzanzug. sehr cool.
Heißt das, hier komme ich auch wieder nach ganz oben. Aha. Was ist dann aber das hier? Upsi, das wollte ich nicht. Ach bloß, da komme ich jetzt nicht rein. Ah doch. Und jetzt? Schwimmen wir einfach mal weiter. Gucken, was das Leben so bereithält. Zumindest können hier keine Gegner kommen, weil das wäre schon unfair, weil ich habe gar keine Waffe. Nicht so wie ein Dusk. Und raus hier. Ein bisschen klettern, kein Problem. Ich glaube, es war nur ein kurzer Schwimmabschnitt. Kann das sein? Es steht geschrieben, dass dein Hass auf die Dämonen dem Volk von Argent nur Hoffnung gab. So wie jetzt auf der Erde. Das ist doch schön. Oh Gott, was bist du? Ach so, ne, okay. Du bist das, mein Lieber. Oh, hi, Gagi. Ah. Kannst dich gerne wieder verpissen. Oh, ein bisschen Codex. Hm? Die Geschichte der Wächter, Teil 10. Etwa ein wenig Selbstkritik in diesen Zeilen. Angebracht wär's, ja. Müssen wir irgendwie dieses Gitter da wegkriegen. Vielleicht ein geheimer Schalter? Da leuchtet irgendwas grün, aber ich glaube, nee, da leuchtet nichts grün. Doch! Aha, die Statue ist kaputtbar. Na, guck mal eine an. Und jetzt ist da hinten offen, was? Nein. Lol, da ist irgendwas passiert. Halten wir die Augen offen nach irgendwelchen weiteren Schaltern vielleicht. Was ist denn das hier? Du sollst da drauf landen. Hallo? Ich kann da nicht drauf landen aus irgendwelchen Gründen. Weird. Aber jetzt haben wir es. So, ein kleines Collectible. Ein Cyber-Mancubus, ja, den stelle ich mir auch zu Hause ins Regal, definitiv. Furchtbar. So. Haben wir noch irgendwas verpasst? Bisher haben wir alles, ne? Oh nein, wir haben eine Wächterbatterie drüben verpasst. Moment mal, da muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Ich weiß nicht, inwiefern mir das jetzt weiterhilft. Eine Ewigkeit später. Oh, zur Hölle. Aha, guck mal hier. Was haben wir denn hier? Ein Geheimschalter. Ah. Gemein. So eine ganz unauffällige Statue. Aber hier rüber kommen wir dahin. Verstehe, verstehe. Gemein, gemein. Aber so kommen wir an diese Wächterbatterie. Sehr gut, dann haben wir dieses kleine übersehene Collectible auch noch mit dabei. Dann schwimmen wir mal zurück. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Ein Ding. Ein großes Ding. Beeilung. Steig. Es gibt Kräfte, die dies aufhalten wollen. Ich mache dir ein Geschenk. Nimm es. Es verleiht dir Stärke. Hilft dir auf deiner Reise. Und jetzt werden sie dich fürchten. What?
Okay. Ich weiß zwar nicht genau, was da gerade passiert ist, aber irgendwas hat diese verhüllte Gestalt angestellt. Die von der Stimme her ein bisschen wie der Herr Hayden klang, aber der Herr Hayden schwebt nicht und das kann irgendwie nicht sein. Keine Ahnung, was das war oder was damit passiert ist. Aber vielleicht erfahren wir in diesem Kodex mehr. Die Gottesmaschine, ach du Scheiße. Hilft es nicht so wirklich, außer dass das... Es sieht halt schon aus wie so eine Gottesmaschine. Also dass der Slayer, dass wir alle töten werden, das ist die einzige Konstante, die es in der Zukunft vorherzusagen gibt. Oh, das kann ich bestätigen. Ich denke, wir haben hier in diesem Raum soweit alles. Was ist das denn für ein mega geheimes Super Secret da unten? Da komme ich aber nicht von hier aus ran, oder? Da bestimmt nicht. Nee, da muss ich wahrscheinlich von irgendwie anders ankommen. Von hier aus gibt es da keinen Weg hin. Nee, nee. Gehen wir weiter. Wo sind wir hier? Oh! Jungs. Oh fuck, die Granate war mal wieder komplett fail. Hä? Ja, okay, Fall durch den Boden. Da kann ich nicht hin. Danke. Was ist das? Oh, zu. Hi! Gott, ich hasse... Ah, ich habe keine Munition dafür. Hohohoho! Ein gestärkter Dämon ist irgendwo. Oh, ein Karko-Dämon. Ja gut, okay. Na, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich da nicht schwingen. Ich wollte hier mein Ding. Hi. Hallo, du sollst es schlucken, du Vollidiot. Danke. Digga, warum kommt dieser Miniboss eigentlich gefühlt alle 2 Minuten wieder an hier? Aha. Keine Ahnung. Und Snipe! Ich glaube, es hat ihn fast getroffen. Und wenn schon, ist auch egal. So, wollen wir noch irgendwann die Fleischerhaken-Meister-Dingens hier meistern? Kommst du hoch? Anscheinend nicht. Aber er brennt. Ah, irgendwas hat mich hier wieder getroffen. Und bam! Lad auf, Mann! Ja, der braucht 100 Jahre, diese Waffe, ne? Ich hasse sie. Wir spammen ihn mal ein bisschen zu. Ah, er trifft mich sogar ein bisschen durchs Schild. Das ist bedauerlich. Wie für dich. Ah, nochmal schön getroffen. Kritischer Schaden. Okay. Sollten wir lieber nicht snipen. Oh, kann ich noch nicht. Hier für dich. Ja, komm her. Trau dich. Ah, meine Munition ist. Ich wollte darauf eigentlich. Hab ich dich. Wunderbar. Ja, inzwischen geht er recht flott down. Oh, hi, was macht ihr denn hier? Hier für euch. Kleine Knaps hier. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Das war's heute mit Doom Eternal. Haut rein, Leute, und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat.